Man lernt ja viel im Tiermedizinstudium. Das meiste davon ist aber Theorie. Ich denke, spannend wird es dann, wenn die Praxis dazukommt. Einen Schnitt nähen zum Beispiel. Das lernt man aber natürlich nicht am Tier, bevor man es wirklich kann. Angewandter Tierschutz. Unsere Patienten sollen ja keine Versuchstiere werden. Deshalb habe ich damals 2010 an Schaumstoffpflastern geübt. Das allererste von mir genähte Pflaster habe ich sogar noch. Das ist das hier. Ich habe also in einer Klinik mitten in der englischen Pampa tagelang Pflaster aufgeschnitten und meine Einzelhefte geübt und durfte erst dann an meinen ersten eigenen Hund. Das macht total Sinn. Wie gesagt, Tierschutz. Aber soll ich euch was verraten? Hundehaut hat überhaupt nichts mit einem bescheuerten Schaumstoffpflaster zu tun. Bisschen blöd, das in einer OP festzustellen, ging aber trotzdem alles gut. Auf die Gefahr hin, dass ich alt klinge, damals gab es einfach nichts Lebensähnlicheres. Zum Glück hat sich das mittlerweile geändert und am Ende des Videos verlose ich noch die super luxuriöse, moderne Version von meinem crappy Nahtpad. Um euch zu zeigen, wie man heutzutage nähen, Blut entnehmen und sogar die Geburtshilfe praktisch lernt, bin ich zu Vetico gereist. Die sitzen zwar in Berlin, zum Glück habe ich aber von einem Kindheitsfreund einen Trick gelernt. Vetico hat es sich zum Auftrag gemacht, Simulatoren für die Ausbildung von Vetis zu produzieren, die richtig was drauf haben und lebensecht sind. Aber das erzählen sie euch am besten selbst. Wichtig: Ich bekomme kein Geld oder sonst irgendwas von Vetico für dieses Video. Ich finde die Produkte einfach fantastisch und sinnvoll und hätte mir als Student exakt das gewünscht. Und ja, die Klingel ist ein äußerst realistischer Silikonnippel. Hallo, ich bin Laura. Und ich bin Alina und wir sind beide Tierärztinnen. Und wir haben zusammen vor anderthalb Jahren Vetico gegründet. Genau, und wir kennen uns schon aus dem Studium und haben dann auch noch an der Uni zusammen gearbeitet und vor allem auch gelehrt und haben da erkannt, wie wichtig das ist für Studierende, praktische Fähigkeiten erstmal am Modell zu trainieren, bevor man das dann am Tier übt, wo man es vielleicht einfach noch gar nicht kann, sondern am besten kann man es am Tier dann schon, was man aus dem Modell schon gelernt hat. Und da es in dem Bereich noch gar keine Möglichkeiten für Tierärzte gab, ist da die Idee entstanden, dass wir tiermedizinische Simulatoren für die praktische Ausbildung selber herstellen. Was zum Beispiel immer eine große Herausforderung an der Uni war, bei der Ausbildung in den Kursen, war die Lehre von der Geburtshilfe. Zum Beispiel bei einer Hündin, wenn eine Patientin kommt, den Studenten vorher wirklich zeigen und erklären zu können, was die einzelnen Schritte sind in der Geburtshilfe. Und da konnten wir uns einfach nicht behelfen und deshalb war die Idee, dass wir Gyni entwickeln, also einen Simulator, an dem man alle einzelnen Schritte der Geburtshilfe nachempfinden kann. Das ist unsere Gyni, unser gynäkologischer Simulator, und an Gyni kann man zum Beispiel auch eine komplette Geburt nachempfinden. Und Gyni ist tatsächlich auch gerade in Geburt mit einem Welpen. Hier sieht man schon die Fruchthüllen und ich glaube, das ist ein Welpe im Geburtsweg, den man mit den Händen entwickeln kann. Und da greift man jetzt hinter den Kopf vorsichtig und kommt da auch schon raus. Die Fruchthülle ist jetzt noch intakt und bei der Geburtshilfe müssen wir das für die Hündin übernehmen mit den Fingern, damit der Welpe da rauskommt und auch Luft bekommt. Und da ist er auch schon. Und dann kann man auch schon die Erstversorgung vornehmen. Das war jetzt eine ziemlich einfache Geburtshilfe, weil der Welpe in Vorderendlage und gestreckt zur Welt gekommen ist, also so, wie es auch tatsächlich sein soll. Aber es gibt natürlich auch komplizierte Geburten, wo der Welpe in Steißlage kommt, das heißt, wo er mit den Hinterbeinen zuerst rauskommt und wo man dann die Hinterbeine strecken muss. Oder zum Beispiel auch bei der Kopf-Nack-Brusthaltung, wo der Kopf abgeknickt ist und wo man den Kopf strecken muss. Und das haben wir hier in diesen verschiedenen Positionen nachempfunden. Das ist jetzt ein fertiger Simulator, aber damit er am Ende auch wirklich gut funktioniert, steckt eine Menge Entwicklungsarbeit drin. Und das zeige ich euch jetzt mal. Genau, und so eine Entwicklung von solchen Modellen, die ist natürlich total komplex. Und wir beide als Tiermedizinerinnen wissen, wie die Modelle am Ende aussehen sollen und haben eben auch das anatomische Verständnis. Aber wir brauchen noch jemanden, der Materialkenntnisse hat und einfach die technische Umsetzung auch noch mitmachen kann. Und dafür haben wir den Felix, der ist Produktdesigner. Ja, ich bin Felix, der Dritte im Bunde und somit für die Produktentwicklung zuständig. Was es genau heißt, kann man vielleicht am besten an einem Beispiel erklären. Wir haben hier ein paar Därme vorbereitet. So, und anhand dieses Beispiels eines Kleintierdarms
kann man dann sehen, das ist der erste Entwurf, das ist so die erste Entwicklungsstufe. Und nach einer Zusammenkunft oder einer Feedbackrunde mit den Kolleginnen entscheidet man dann, was noch verbessert und verändert werden muss. Ja, dabei ist uns dann aufgefallen, dass zum Beispiel die Konsistenz einfach noch, das ist noch ein bisschen zu fest, die Farbe passt noch nicht ganz und auch von den Oberflächen her. Und das galt es dann für den nächsten Schritt zu verbessern. Das ist jetzt die zweite Entwicklungsstufe, die auch schon im Vergleich zur ersten wesentlich verbessert ist, aber eben noch nicht perfekt. Das sind auch die gleichen Punkte, wo man sich jetzt noch ein bisschen annähern musste. Und das ist somit dann das finale Produkt, was von der Konsistenz und der Farbe und allen anderen Punkten einfach realitätsnah und lebensecht ist. Wir haben ja eben schon mal die Welpen gesehen bei der Geburt. Und hier sieht man, wie wir die herstellen, wie die produziert werden. Das passiert natürlich alles hier bei uns von Hand. Und das ist ein spezielles Silikon, was sehr hautähnlich ist, so dass man eben dementsprechendes Gefühl auch dabei hat. Für unsere Simulatoren benutzen wir besonders hochwertiges Silikon, weil uns natürlich wichtig ist, dass die Simulatoren am Ende so lebensecht wie möglich sind. Zum Nähen lernen haben Betico nicht nur eine Art Haut, sondern für jede Tierart unterschiedliche. Ratezeit. Welche Haut gehört zu welchem Tier? Die Haut mit den Flecken gehört natürlich zum Rind. Und wenn man mal reinschaut, sieht man auch die verschiedenen Hautschichten. Und das hier ist die Bauchwand eines fetten Hundes. Mit Fettnähen ist nämlich nochmal komplizierter. Hier drüben ist die gesamte Bauchwand eines Rindes, komplett mit den gegenläufigen Bauchmuskelschichten. Apropos Rind, so eine Zitze nähen will man auch erstmal gelernt haben. Und das hier sind die restlichen Varianten. Eine andere Sache, die ich am Hund selbst lernen musste, Blut abnehmen. Das geht jetzt auch lebensecht am Simulator. So, und damit ihr auch dazu kommt, an einem guten Simulator zu lernen und nicht auf Schaumstoffpflaster zurückgreifen müsst, wie ich damals, verlosen wir dieses NAZ Advanced hier. Dafür geht ihr einfach auf vetico.com und sucht euch das NAZ Advanced raus. Die Frage ist, welcher Nadelhalter ist dort abgebildet? Die Antwort schickt ihr per Mail an info@vetico.com mit dem Betreff YouTube-Tierarzt. Am Mittwoch, den 30.09.2020 um Punkt 22 Uhr wird dann eine Gewinnerin oder ein Gewinner ausgelost. Ich wünsche euch viel Glück und hoffe, dass Vetico genau so weitermacht und allen Tiermedizinerinnen eine lebensnahe Ausbildung ermöglicht. Denn davon profitieren am Ende alle unsere Patienten. Wenn ihr in Deutschland Tiermedizin studiert, schaut doch mal in euer Skills Lab, ob da nicht auch was von Vetico steht. Oh, und ihr dachtet, ich hätte die Kaffeemaschine vergessen, oder?